Okay, jetzt mal nach einiger Zeit einfach noch mal ein bisschen in die Boxen reingucken, wie es hier so vorangeht. Also im dem vorderen Bereich hier, da sind Freilea oder Freilia oder so heißen die. Hier sind ein paar Astros auf der Seite da, sowohl Asterias als auch Mirostigmas und so weiter. Kann man nicht so genau sehen, ist auch nicht so wichtig. Periskeopsis habe ich immer so Abschnitte mal dazu gesetzt. Einfach so. Da hinten sind Telos, damit die schön anwurzeln. Das funktioniert auch echt gut. Ich stupse sie dann so an und dann merke ich eigentlich schon, dass die so ein bisschen Widerstand geben. So. Und dann müsste da unten eigentlich auch so langsam das Wurzelwerk kommen. Ich lasse sie dann immer noch ein bisschen drin stehen. Der hier kommt jetzt auch schon an die Decke, ist nicht so schlimm. Genau, da sind so ein Telos, sind vor allem am Rand. Hier die Freilea, dazwischen dann eben die Periskeopsis. Jo. Das hier ist eine ziemlich coole Box. Da ist hauptsächlich Areocarpus drin. Aber hier, das da sind Lophophora. Hier, da wie mit dem weißen Hüten drauf. Das sind Pelecifora und hier sind, das sind ganz viele verschiedene Areocarpus-Sorten. Also echt bunt gemischt. Hier, das ist eine Box. Die kann man als Periskeopsis-Box bezeichnen. Allerdings sind dazwischen auch noch Arios und Astros. Jetzt auch nicht wahnsinnig viele, aber also weil die halt, die gehen als nächste immer auf die Pfropfung. Das hier sind sozusagen die, die weichen jetzt den Periskeopsis da drin, den Abschnitten. Dann haben wir hier noch zwei Astro-Boxen, die eigentlich auch immer wieder ganz spannend sind, wenn man da reinguckt. Die sehen echt super aus, wachsen ganz, ganz toll. Da ist auch hier direkt ist so ein Doppelkopf oder eine Kristallform. Das weiß ich noch nicht genau, das finden wir dann raus. Und hier wäre auch noch so eine Astrokiste. Finde ich eigentlich immer ganz schön reinzugucken. Ist zwar viel Moos drin, muss man sich aber keine Sorgen machen. Das geht alles. Da ist auch der ein oder andere Telo dazwischen gerutscht. Aber eigentlich sollte es eine ziemlich reine Astrobox sein. Also so. Bis auf jetzt mal, sag ich mal, 10 oder 20 Abweichungen. Genau, hier, das sind ältere Aussaaten. Da habe ich ziemlich viel rausgenommen und vergeben. Allerdings wächst hier das noch munter weiter. Auch eine echt schöne, bunte Mischung. Hier viele Areocarpus. Ja, die wachsen langsam auch unter dem Kunstlicht. Das ist jetzt nicht so optimal für die. Hier, das sind ein paar Astros, die versetzt wurden. Da hinten ist noch eine Box voll Areocarpus. Müsste man mal fest. Ist schwierig aufzukriegen mit einer Hand. Ja, genau, hier sind so, das ist ein Pacanoi, hier, das steht alles unter Licht. Sind noch ein paar Mytilos und Cereus, was Peruvianus und so. Den musste ich notpfropfen, das war ein, also, dem ging es zwar ganz gut, da dem Telo auf seiner Unterlage, allerdings ging es jemand anderen nicht gut, da habe ich den kurzerhand durchgeschnitten und draufgesetzt, genau. Und sozusagen den gerettet. Ja, da hinten, da landen meine Pflanzen- und Staubabfälle. Da wird natürlich auch öfters mal mit einem kleinen Handstaubsauger schnell drüber gesaugt. Ja, genau. Und hier in den Töpfen sind auch interessante Pflanzen. Da hier ist ein Mexicana, wie heißt der nochmal? Geohinta Mexicana. Das ist noch Cereus, irgendwelche Trichocerus und hier sind auch verschiedene, die wachsen so spiralig, finde ich ganz nett. Wachsen auch sehr, sehr langsam hier alles. Muss man mal gucken, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt. Ja, so soweit zu den Aussaatboxen. Hier sind ja auch die zwei Pflanzcontainer. Kann ich gleich gerne auch nochmal ein Video machen.